どうやらな。いや、ちょっとやめて。だが、ここもいつ追っ手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ。一刻も早く隠れ家に行こう。Die Richtung. Jetzt wäre ich beinahe in die falsche Richtung gelaufen. Ja, können Sie ja froh sein, dass Sie mehrere Verstecke haben, von denen nicht jeder was weiß. Mit dem Punkt hätte Renwe recht. Vertraue niemanden. Ich habe doch gesagt, das hilft nicht. Oyaji!目開けろ、親父！ダメ、毒の進行が止まらない。ねえ、おい。ジルファ。すまん。後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる。いるよ。だから。ロウ、見えない。いるのか、ロウ。ロウ、俺はお前に。親父。冗談だろ。まだ何も何も。以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どのみちスルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの仇を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないならきっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょうね。いいこと。やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ家だ。メネック、いやスルドも知らない。よし行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。Jo, wir sind mit Lore befreundet. Lost Talent. Lost konzentriert sich, Konzentration steigt, wenn er immer weiter angreift, ohne ins Taumeln gebracht zu werden. Dies hört seinen Angriff und Elementarangriff. Sein Erwachen wird beendet, wenn er taumelt oder eine gewisse Zeit keine Treffer mehr landet. Okay, das heißt, wir haben ihn jetzt mit in der Gruppe. Also haben wir für ihn.
auch noch Klamotten. So. Hier haben wir dann auch noch was. Gott sei Dank gibt es für jeden immer nur 3 Packs. Bis 300 FP. Dreierpaket. Dafür gibt es nichts. Das Beflügelpaket haben wir komplett, ne? Ja. Okay. Ja, dann haben wir alles. Dann gucken wir mal, was er für Outfits hat. Gegelte Haare. Ach, da. Ah, okay, da ändert sich nur das Bändchen. Das sind Farben, die kommen in seinem Haar. Finde ich überhaupt nicht zur Geltung. Okay, gut, seine Outfits finde ich jetzt von den Haaren her. Ja, etwas schwach. Etwas sehr schwach. Komm, nehmen wir das hier. Gut, die Outfits finde ich sehen sogar ganz cool aus. Ja. Ja, sagen wir mal nicht zu. Okay, das sieht auch cool aus. Die Uniform. Ich finde, an Schuhuniform kann man auch nicht besonders viel falsch machen. Weil mir die Beamtenuniform überhaupt nicht gefällt. Nehmen wir das hier. Eigentlich müsste er ja die Wolfsohren tragen. Also, den Wolf tragen. Okay, das ist mega cool. Das hat da so einen großen Wolfschwanz, warte mal. Das ist cool. Das ist echt geil. Gut, dann kriegt er aber auch die Wolfsohren. Noch. Dann haben wir halt erstmal 2 Wölfe. Warte mal. Hat er nicht noch Waffen? Waffenskin, genau. Das passt. Das passt. Will ich gerade mal was gucken. Oder sind die jetzt automatisch damit drin? Ja. Nein! Aus. Weiß ich nicht genau, aber wir haben zumindest Punkte zu verteilen. Fokus auf einen flinken, harten Tritt, bei dem der Angreifer in schnellem Tempo aus der Luft herabfließt. Ja, nee, das spare ich noch. Die kann sich hier unten immer noch was leisten. Nehmen wir das mal. Turnierzufälle. Ja. Oh, und bei ihm können wir ganz viel machen. Das einmal. Den Schaden. Ja. Die zurückgelegte Entfernung beim Ausweichen. Ja. Okay. Dann passt das so, denke ich. Und bei ihm bei seiner Ausrüstung.
Hier kriegt er das einmal. Und dann kriegt die Wolfsklinge. Okay. Können wir jetzt rausgehen?何も感じなかったの？どこに蛇の目がいるかもわからないんだ。密告が怖くて何がするなんてできっこねえよ。それに奴隷として Mal sehen. So. Wo müssen wir dann als nächstes hin? Das Schwert. Gefängnis Turm. Naja, gehen wir erstmal wieder. Dann machen wir uns jetzt mal auf, den Lord zu töten. Das Problem ist, ich fühle mich halt grundsätzlich einfach nur schwach. Ich schätze aber mal, wir werden jetzt angegriffen, wenn wir... Jupp. Genau das. Hi. Aber jetzt sind wir wenigstens zu viert. Das ist ja schon mal was. Okay. Immer noch für hier? Ja. Okay, da kommen wir also immer noch nicht rein. Dann den altbekannten Weg. Da sind auch wieder Gegner. Hi. Ich muss einfach dran denken, er hat jetzt 4. 4 mussten wir nämlich bisher noch gar nicht benutzen. Okay, das war auch neu. Das hatten wir auch noch nicht in der Demo. Ja, die Attacke war cool. Ja, jetzt sind wir mal in diese Richtung. Okay. Nein, tun wir nicht. Kommen wir da denn jetzt hin? Da kamen wir. Zum Hauptplatz geht es nach da. Gucken wir mal in diese Richtung. Hallo Hybrid, auch dir einen wundervollen Tag. Wie war dein Morgen bisher? Ja, okay, da müssen wir hin. Oh, ich will nicht.
Du kommst ja sogar rechtzeitig, um dem nächsten großen Boss in die Fresse zu hauen. Wir sind jetzt kurz vom zweiten Lord, den wir töten müssen. Puh. Ja. Ein bisschen was ist seitdem vorgefallen. Aber auch nur ein bisschen. Hi. Ne. Und wir haben ein neues Gruppenmitglied. Ja, das kann ich. Den guten Law. Kenn ich auch gar nicht im Spiel aus. Das musst du auch noch gar nicht. Kenne ich mich auch noch nicht. Das ist doch nicht so gut. Bisher schlage ich mich so durch. Eigentlich war die ganze Zeit nur, oh, das ist süß, das ist niedlich und das will ich haben. Also eigentlich nicht anders als in Final Fantasy. Wenn ich mal so sagen soll. Und statt eigentlich Story zu machen, bin ich auf der Suche nach Eulen, die uns irgendwelche kosmetischen Sachen geben. Die ich aber, wie vermutet, nicht hier auf dem Hauptplatz finde. Wenn wir jetzt hier irgendeine Eule anschlug, ne? Eine Eule, Eule, keine Eule. Nee, das ist auch keine Eule. Das war nur rosa Licht. Hallo. Wir wurden wohl gehört. Schaut euch diesen riesigen Schild an. Über das Spiel, das ich zerschmetzere, sind 1000 Teile. Geil. Oh. Love Boost-Angriff entfesselt einen kraftvollen Schlag, den Love von C4 gelernt hat. Effektiv gegen gepanzerte Gegner und Gegner mit Schilden. Durchbricht ihre Abwehr und streckt sie nieder. Story begin. Also für einen? Ja, scheinbar. Das kann ja lange dauern. Okay, Erfolg. Wenn Gegner mit Schilden, Panzern oder sonstigen harten Rüstungen auftauchen, ist Law gefragt. Dank solchen Abwehr werden frontale Angriffe normalerweise geblockt. Mit Laws Boosterangriff kannst du die Rüstung jedoch zerstören und Gegner so nutzlos machen. Das kann lange dauern. Zack. Dann hoffe ich einfach nur, dass seine Angriffe sich immer recht schnell aufladen. Okay, da war ich zu spät. Zack. Ja, neue Embleme, ich weiß es. Ganz toll. So viele Fähigkeiten können wir niemals im Leben haben. Ich weiß gar nicht, wo wir die Punkte herkriegen sollen. Kono oku ni Ganabelto ga iru nda na. Lo, michi wa wakaru ka? Koko wa Lena no shiro da. Dana no tsukai pashiri nanka haereru mon ka? So ka. Mono sugoi seirei ryoku. Kennen Sie doch auch niedlich aus. Meinst du die hier? Die kleine Rinwell? Das sind übrigens alles Kostüme, ne? Das sind nicht die Originalrüstungen. Ich hab die verkleidet. Nee, die mit dem pinken Haaren. Ah, die! Mein Lieblingscharakter. Sion. Ja, der Shiona heißt sie ja. Ja. Im Katzenstyle. Das war so eigentlich so klar, ne? Also eigentlich, wie gesagt, in echt hat sie keine Katzenohren. Sie hat da auch einen Katzenschwanz. Das haben wir durch diese kleinen Mini-Ohren. Es gibt halt so kleine Eulen im Spiel, die man halt finden kann. Und dadurch kriegen wir dann halt Kostümsets.
Ich habe zwar auch welche gekauft, also durch die Collector's Edition, die ich hier habe. Und da habe ich dann halt hier, die Dinger sind aus der Collector's Edition, hier unten, die ganzen Sachen. Die gehen wir alle noch irgendwann mal durch. Doch, das hier ist auch aus der Collector's Edition, das auch. Ja, doch. Na, okay, da bin ich nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich da raus ist, aber diese Sachen. Und ja, die hier haben wir halt gefunden. Die Sachen. Und das ist ihr eigentliches Kostüm. Ja, Moos hätte nichts anderes akzeptiert. Ja. Wie gesagt, und diese Sachen hier haben wir alle gefunden. Also es gibt zwar noch hier Sachen wie das hier, diese Flügel. Die habe ich halt auch durch die Collectors Edition, aber dann gibt es zum Beispiel einen Wolfschwanz oder Hasenohren. Aber, ne, für meinen Lieblingscharakter, Katzenohren mit Katzenschwanz, also, ne, das ist das kleine Schwänzchen, geht durch die Haare etwas unter. Aber, ja, man kann auch übrigens auch die Haare ändern. Also... okay, das ist eine Schwachsinnsfrisur, aber ansonsten. Und das kann man halt bei jedem Charakter machen. Und ich habe halt hier durch die ungenutzten DLCs habe ich noch ein paar Sachen. Immer wenn wir einen neuen Charakter kriegen, hole ich da ein bisschen was von raus. Und ja. Ne? Ich lasse mal einen Kommentar mal bei mir. Ist wahrscheinlich besser. Ich kann es mir wahrscheinlich denken, aber... Okay. Da ist zu. Das funktioniert nicht. Ich weiß, wir müssen da durch, aber... Ich habe die Hoffnung, dass ich hier eine Eule finde. Oder irgendwas anderes, was wir gebrauchen können. Ist verschlossen. Okay. Weiter. Nee. Dafür könnt ihr abkürzen. Das wäre... Okay. Ja, wir werden direkt drauf gedingselt. Okay. Oh. Sieht aus, als würde sich dieser Aufzug nicht bewegen. Verdammt. Kein Weg nach oben. Beruhig dich, Love. Wir sollten diese Stockwerke in Ruhe durchsuchen und schauen, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Sie hat recht. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Waren alle Türen bisher verschlossen. Will nur mal dazu sagen. Außer diese hier. Nett. Da ist was im Weg. Sieht aus wie eine Art Wand. Hier gibt es scheinbar kein Durchkommen. Das wird vermutlich Eindringlinge wie uns draußen halten. Ganabelt macht es uns wirklich nicht leicht. Wir müssen wohl einen anderen Weg drumherum finden. Mach mal Platz. So eine Wand kann ich mühelos durchbrechen. Geh einfach zu. Die Ausfluss können Welle aus dem Weg vom Weg versperren. Nähere dich dem Fall und drücke F, um ihn zu zerstören. Ah, das ist also wie mit dem Flammenschwert und mit der dann Heilungen. Ah, okay. Puh. Du siehst erschöpft aus, Law. Geht's dir gut? Ja, nichts, womit ich nicht zurechtkäme. Lass uns weitergehen. Oh, hi. Na. Ich weiß gar nicht, wie viele Level haben wir eigentlich? Jetzt müssen wir überlegen. Nein. Hier, also immer wenn es da in dieser Zeitlupe ist, ist es erfolgreiches Ausweichen. Lol, die Gegner sind schwächer als wir.
Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Hier können wir was holen. Milch. Orangengelee. Oh, ein ganzes Schwein. Nett. Schon wieder. Ei. Okay. Dabei haben wir gar nicht gelevelt. Ne, ich will mich mal nicht beschweren. Der Boss haut uns eh wieder einer rein. Hi. Das lohnt sich ja gar nicht, wenn man so einen Gegner. Hände. Oh, wir können kein Apfelgelee mehr tragen. Wir tragen zu viel bei uns. Auch nett. Müssen wir mal wieder heilen. Ich hab mal ein Spiel gefunden, wo ich das mit Mausweichen hinkriege. Die Störung finde ich echt gut. Die Störung ist mega gut. Ich dachte, wo es Tastatur ist. Ah, hier ist auch noch was. Warte, ich bin nicht euer Feind. Ich gehöre zu den Silberschwertern. Wenn ich das richtig sehe, seid ihr auch auf unserer Seite, ja? Ich habe die Schlangenaugen infiltriert, um an Informationen über sie zu gelangen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ihr sucht nach einer Möglichkeit, den Aufzug zu aktivieren? Tut mir leid, darüber habe ich nichts in Erfahrung gebracht. Weiß nicht, ob es euch hilft, aber direkt gegenüber vom Eingang befindet sich ein Büro. Wie ich hörte, ist in dem Büro angeblich ein Gerät am Schreibtisch, mit dem man eine Tür zum Block am anderen Ende der Anlage öffnen kann. Der Sammelraum ist leider vermutlich versperrt, aber irgendwo in diesem Block sollte es noch einen Ersatzschlüssel geben. Hoffentlich hilft euch das dabei, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Es wäre wunderbar. Wobei, nee, dann würden wir schneller zum Lord kommen. Also, nein, lass uns das bitte nicht finden. Ich bin echt gespannt auf den Kampf. Ah, komm. Was ist denn, dass man immer noch eine gewisse Anzahl tragen kann? Das können wir wieder mitnehmen. Ja. Da ist auch noch was. Hier funkelt was. Schlüssel für Semmelraum. Okay. Und Kamiamia! Oder? Das ist drin. Alexandrit, okay. Brauchen wir für später. Hier ist uns nichts anderes. Also können wir hier wieder raus. Sehr gut. No, ist ein Dackel. Nur so ein bisschen wie bei Final Fantasy mit der ganzen Effekte. Mit dem Unterschied, dass man sie hier nicht ausschalten kann. So, von da kommen wir.
Die kann ich nicht öffnen. Kann ich öffnen. Schauen wir mal. Ja. Können wir öffnen. Größer und weitläufiger ging darum nicht. Apfel. Gibt's denn auch noch was? Apfelgelee. Okay. Schaden nimmt er, oder? Ich frag lieber 30 Mal bei dem Schild. Perfekt. Nein, mein Schlag ging ins Leere. Ja. Wie so ein Museum. So keine Glitzerwaffen. Was ist das? 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 Was なんでダナの武具がレナの城の中に飾ってあるんだ。興味があるなら後で調べればいいわ。今はスルドを倒すことに集中しなさい。Okay. Wäre cool, wenn wir es einfach mitnehmen könnten. Aber das wäre zu einfach. Da weht der Wind durch einen Spalt. Bei näherer Betrachtung handelt es sich um ein Schlüsselloch. Okay. Cool. Tatsächlich hast du einen Knopf unter dem Schreibtisch gefunden. Ja, wir möchten ihn drücken. Und lass mich raten, jetzt geht das Regal hinter uns auf. Der Eingang, nur durch der Eingangstür scheint sich geöffnet zu haben. Okay. Nee, nicht da. Nur liegt der Gang hinter uns. Was brauche ich denn dafür, um da reinzukommen? Wo kriege ich das Schlüssel her? Jetzt in den Gang. Eigentlich ist es so relativ einfach, wo man dann hin muss, wenn die Gegner vorstehen. Kann man sich schon fast denken, wo man hin muss. Einmal so ins hintere Bein. Mach die Schwalbe. Keine Eule. Nirgends. Nett. Wirklich nett. Okay. Ich möchte gar nicht wissen, welches Level das Viech hat. Und auch gar nicht wissen, wo das Schlüssel dafür ist.
Lebens. Das war klar. Wir sind gar nicht ausgewichen. Naja. Das ist ein Meisterarzt. Tada. Ist ja geil. Okay, der da ist tot. Der kann sie nicht mehr rühren. Äpfel. Ja, auf einmal her. Hi. Vautis. Ein Alpha-Eis wird es dabei. Ja, doch. Mächtig, Badaboom. Gute Nacht. So, ist hier noch irgendwas drin? Nope. Aber da ist noch was. Nur Apfelgelee. So. Ja. Aufzugsschlüssel, erster Stock. Aber ich hätte gern auch noch diesen anderen Schlüssel. Und da können wir damit das Ding auch aufmachen. Kiste. Kann man die aufmachen? Und pass auf, jetzt bricht das Viech da aus. Nee, doch nicht. Ah, ich kann es aber auch nicht öffnen. Mal gucken. Vielleicht kommen wir später hier nochmal rein. Wer weiß. Wir lassen uns einfach überraschen. Ich würde eigentlich jetzt so diesem wunderbaren Lord auf die Schnüss hauen. Ja. Damit freut man G. Oh, Eule soll hier irgendwo sein. Irgendwo. Also erstmal hi ihr. Geht doch. Darauf habe ich gewartet. Aber wo ist diese Eule? Läuft sie irgendwo in einem Nebenraum? Es hat doch Schuhhut, oder nicht? Ja? Hier ist keiner.
Eule taucht doch nicht mehr auf. Okay. Dann weiß ich es leider nicht. Dann weiß ich leider nicht, wo die Eule ist. Habt ihr jetzt gerade nichts gesehen. Und nichts weiter gehört. Minion und die Eule. Der einzige Grund, warum wir die spielen, wegen der Eulen. どうにか倒せたな。 Mist, dieser Aufzug steht auch still. Bin mir sicher, wenn wir uns in diesem Stockwerk umsehen, finden wir einen Schlüssel oder so, der uns hilft. Da ist irgendwas Fliegendes. Achso, ach, die nur. Ja. Nee, ist auch keine Herausforderung mehr. Allheilmitteltrank. Sehr gut. Es kann auch sein, dass das hier hinten irgendwo ist. Die Eule. Dass wir das quasi nur so durch die Wand gespürt hatten. Wäre auch eine Möglichkeit. Wer weiß es schon. Matrosenbluse, sag mal. Okay, die Matrosenbluse nehmen wir mal. Die ist deutlich besser. Es ist aber auch schon lange keiner mehr gestorben. Mir fehlt so ein bisschen was. Tschüss. So, hier ist auch noch eine Kiste. Mit 1500 Geld. Sonst aber nichts hier. Ne. Ne. Okay. Schade. Mal so eine Nebengeschichte wieder. あのダナの武器が飾ってあった部屋が気になるの。ああ。特にあの黒い鎧がな。ダナのものであんな立派なもの初めて見た。ダナの名のは間違いないよ。ダナの、ダナだけの技術で作られた。ダナの文化の証。でも、レナは300年の間、ずっとダナの文化を消し続けてきた。 だからほとんど残ってないし、覚えてもいない。しかし、だとしたら何のために？戦利品か。過去に放棄して敗れたダナ人たちの
いや、それをレナが倒したという印。あんな立派な鎧なら、着ていたのは反乱の指導者、ダナの英雄だったのかもね。英雄、敗れた英雄か。レナが集めたってとこは尺だけど、それでもあれだけたくさん残っているのはすごいよ。お前、そういうのも興味あんのか。もうそろそろいいかしら。スルドがしびれを切らす前に。強く生きるため弱さを隠して恐れずに挑み出らしまる。